Hallo meine Freunde der Sonne, ja ihr seht es richtig, ich bin auf der Toplane und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Toplane, ne? Ich habe gerade so geguckt bei der, die ist Level 35 und die anderen gehen alle, aber die wird definitiv, das wird der 100. Account von der schon sein, da wette ich alles jetzt drauf, da wette ich alles mit drauf, dass es schon der 100. Account von der ist. Weißt du, ich krieg direkt so ein, oh Mann, Abfuck-Smurf. Ja, es könnte, mal gucken. Ja gut, da bin ich jetzt das erste Mal wieder auf der Toplane, weil ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Support. Aber wie schon gesagt, ich glaube gegen die wird's, ja, das sind so Moves, die würde niemals ein Level 35er machen, der gerade erst mit League, was heißt gerade erst mit League of Legends angefangen hat, aber zum ersten Mal hier so Wanged spielt oder zum zweiten Mal. Ach, Kacke. Der irgendwie habe ich jetzt schon keinen Bock mehr auf meine Lane. Ach, nee. Boah, ich dachte, die macht jetzt Blue, ohne Scheiß. Und geht dann schnell back. Boah, ich habe jetzt schon wieder absolut keinen Bock auf die, ne? Wieso krieg ich eigentlich immer die größte Scheiße überhaupt, ey, auf meine Lane? Meine Herren, ey. Weißt du, dann hätte ich lieber so ein... Ich habe jetzt nie auf die Statistiken geguckt, wie oft die schon gewonnen hat und sowas. Da hätte ich lieber aber so eine Katarina, die Level 1280 ist und eine Winrate von minus 10 hat, anstatt so eine, die Level 35 ist und deep wardet. Macht dann bestimmt hier in Iron. Oh oh. Ja, die wollte. Die wollte. Ey, ich hab mit, das waren jetzt 3 Waves oder so. Hab erstmal 6 Farm, ja moin. Ey, Scheiße, Mutti. Also wenn ich definitiv jetzt richtig oft wieder Ding spiele, richtig oft wieder auf der Top-End spiele, muss ich definitiv Farm üben. Irgendwann konnte ich das, ich habe ja damals gestreamt, irgendwann so konnte ich das. Einigermaßen. Und dann habe ich aufgehört mit Stream. Ich traue der Alten absolut nicht, ne? Das ist jetzt mal kein Witz. Ich traue der absolut nicht. Ey, die Deep Water, die. Nee. Nee. Wisst ihr, was ich mir so gestern mal überlegt habe, was eigentlich voll die geile Dings wäre? Voll die geile, Combo? Ja, nice, Alter, ganz ehrlich. Nocturne? Malphite? Wegen der Ulti, Kalista, ne? Also zuerst mit Kalista rein mit der Ulti. Dann gehst du noch rein halt nochmal mit der Malphite-Ulti. Nocturne. Einfach um die Sicht auch ein bisschen zu blockieren. Ne? Aber mit Nocturne kannst du ja auch nochmal rein. Genau, wer auch noch ganz gut? Shyvana? Ne? Wäre noch ganz gut. Da müsste man überlegen. Da müsste Shyvana auf die Top lehnen. Aber ich glaube, das wären so relativ geile, so eine geile Team-Kombo. Ne, Malphite müsste natürlich, also Malphite müsste, Dings sein. Support mit Kalista zusammen.
Ich glaube, die agieren richtig gut zusammen. Ich glaube, mit Malphite und Kalista kann man richtig gut zusammenarbeiten. Dann Nocturne logischerweise müsste in... Ja, müsste definitiv in Jungle. Und ja, Shyvana müsste... Boah, Alter. Ah, fick dich doch, Mann. Jetzt mal ganz ehrlich. Habe ich jetzt extra mein Entzünden drauf gemacht, weil ich mir nicht vorgestellt habe, dass K6 nochmal was raushaut. So, weil das wäre ein safer Kill gewesen. Und was ist? Muss natürlich noch irgendwie eine Scheiße raushauen. Naja, so ist es kacke. So, dann werde ich mal hier Pinky hinstellen. Und, ja, okay. Ein bisschen aufpassen, die ist schon Level 6. Ach, dass der mir jetzt... ach, das nervt. Das ist ja dann am Ende, das sind so die Richtigen, die dann am Ende sagen können, so von wegen, ja... Toplane war total scheiße. Keine Kills. Wer ist er? Hab so 5 Milliarden Assists. So, und jetzt stellt euch mal vor, Kalista und Malphite. Genau in dem Moment. Ah, die machen her. Ne, obwohl, ist er noch gar nicht da. Also, wenn es weiter so geht, krass, Alter, von einer Niederlage zur nächsten, das läuft gerade so beschissen. Immerhin ist K6 immer im richtigen Moment da. Okay, die wird zu mir kommen. Ja, wohl Botlane. Eher. Gut. Nocturne kam zu mir. Wäre zu mir gekommen. So. Und ich glaube, ich fange jetzt ein bisschen anders an, weil es wird gleich schon mal ins Dings gehen. Es wird definitiv gleich schon mal in Teamfights gehen. Obwohl, ich glaube, Dorni wäre vielleicht sogar ein bisschen besser. Wenn ich mit Alleine auch wegen der Russi. Ja, mal gucken. Botlane,
Wisst ihr, was das Schöne ist? Diesmal bin ich nicht dran schuld. Ich glaube, die macht Herald, oder? Wie die ganze Zeit bei uns. Das ist so dumm, die jungelt halt die ganze Zeit. Scheiß Level 35er, ne? Bestimmt der allererste Account, ne? Naja, leck mich doch. Gar nicht wissen, wie viele Accounts die schon hat. Alter, es sieht gerade schon wieder, ey, das ist der Hammer. Das ist wirklich der absolute Oberwahnsinn. Wie es jetzt schon wieder aussieht. Ah, gut. Naja, gut, die hat immerhin meine Ulti rausgebettet, ne? Muss man dazu sagen. So, weiter geht's. Vielleicht kriegen wir noch was hin. Na, ich bin zu spät. Aber krass so, ne? K6, irgendwie habe ich mit K6 gerade Glück. Der ist immer, aber wirklich immer zum richtigen Zeitpunkt da. Das ist so geil. Aber die hat natürlich viel, viel mehr Farm, ne? Das ist die andere Sache. Ey, war so klar. Es ist halt immer so. Die Leute heulen dann rum. Dann portet sich noch irgendwo, weiß nicht. Im Riverback, ey. Ganz ehrlich, Alter. So eine Heulsuße. Müsste unser Blutglaube machen. Ja. Wieso kriege ich eigentlich nie meine Kills? Jetzt mal ganz ehrlich, wieso kriege ich nie meine Kills? Ah, weißt du was? Mach so. Ich mach trotzdem nebenbei. Ich versuche jetzt einfach beides fertigzustellen. Aber wie schon gesagt, es war mir so klar, Level 35. Also, weißt du, alle so übelste High-Level, so 200, alle wirklich so ein Durchschnitt, weißt du? Und da kommt ein Level 35 genau auf meiner Lane. Ja, macht mal, versuch mal kurz. Ah, okay, krass. Die hat Jungle gemacht. War mir nämlich fast schon klar.
Ich weiß gar nicht, was die Botlane hat. Also so schlecht. Ist Kha'Zix jetzt nicht. Ah, jetzt sind schon 1 versus 3. Weil einmal. Einmal. Ach, ist so dumm. Okay, ich denke mal. Ja, nee, obwohl Katarina ist auf der Botlane. Die ganze Zeit, ne? Er wird nie hochkommen. Ja. Mehr als Ping kann ich nicht. Als ob ich den Tower nicht schaffe. Ach komm, leck mich doch, Mann. So, ich werde mal versuchen. Vielleicht kriege ich das jetzt noch hin. Naja. Ich habe irgendwie vor der zu viel Respekt gerade, weil die auch ganz gut an, am Farmen ist. 124. Okay, die wird wieder im Jungle sein. Nein, ach Alter, wie ich sowas hasse, jetzt mal ohne Spaß. Boah, Alter. Oh, scheiße. Jetzt reißt du aber langsam. Verdammte Axt. Meine Herren, ey. Das ist doch... Was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer? Jetzt mal ganz ehrlich. Steht 06, ne? Krass. Und die ist nicht schlecht, ne? Ich sag's immer wieder, die ist nicht schlecht. Oder besser gesagt, die ist besser als ich und das ist nicht schwer. Hab ich jetzt, ne? So, ich gehe mal kurz back to the slums und versuche dann auf die Top-Lane zu gehen. Bot-Lane zu gehen. Okay, am besten wäre es eigentlich, wenn wir komplett Mid-Lane einmal mit Harold komplett hier durchrasieren.
Okay, Botlane Push. Go, go. Wir machen jetzt einen absoluten Destroy Botlane Push. Alter. Kunde. 4-0. Darauf habe ich jetzt 0 geachtet. Alter. Ach, Mann. Das Krasse ist, es ist wirklich sogar noch machbar, aber... Roll doch jetzt. Warum macht die das? Warum fängt die jetzt an zu trollen? Aber ich glaube, selbst wenn die trollt, macht das keinen großen Unterschied mehr. Weil Teamfight-technisch sind sie halt mit Cutter, wirklich mit Cuttermesser und Nocturne kann versuchen und immer wieder unseren... Alter, Jin, ey, 06. Holy. Okay. Ja, wenn Jin jetzt weggeht, so, ne, GG. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, der geht nicht. Okay, die trollt. Okay. Ja, das wird dann bestimmt ein Smurf sein und, denjenigen ist es gerade egal, so, weil er eh noch sein Haupt, Account hat. Oder bestimmt so ein Fünffach-Account oder sowas. Die war wirklich unfassbar gut, ne? Ich hatte halt immer nur extrem viel Glück, muss man einfach dazu sagen, dass Nocturne, K6 war immer zum richtigen, wirklich immer zum richtigen Zeitpunkt, da. Okay, die bleibt einfach unterm Tower stehen. Gut. So, wir holen uns Warmogs. Warmogs und dann Panzer des toten Mannes, ja. Alter, Nocturne. Das Problem ist, die Botlane hat richtig reingefiedert. Und diesmal bin ich nicht dran schuld. Diesmal bin ich... Obwohl ich sehr lange... wenn wir das Spiel verloren haben, hatte ich sehr lange kein Spiel, so, dass die Botlane so übelst verkackt hat. Muss man dazu sagen, ne? Die letzten Spiele, wo ich... wir hatten sogar einen übelst guten ADC immer, ne? Also ich habe den ADC immer gefeedet. Aber diesmal die Botlane... 08. Es wird echt schwierig, das wieder aufzuholen, ne? Nami könnte jetzt voll böse... Könne die jetzt auf Dings gehen, ne? Die können jetzt, wenn sie Bock hätte. Ja gut, dass Nocturne natürlich jetzt rumnerven muss.
Man kann halt mit der Botlane nichts anfangen, ne? Absolut gar nichts. Man kann mit der Botlane nichts anfangen. Ja, ich hol mir bestimmt Warmox als erstes, du Vogel. Noch nie mal in den Teamfights kriegt das irgendwie ansatzweise unser Jhin hin, ja, Assists oder sowas zu bekommen. Noch nicht mal das kriegt Jhin hin. Das, und das ist... sehr gefährlich. Aber wie schon gesagt, selbst wenn Irelia jetzt übelst reintrollt... kann ich mir halt ganz gut... Alter, der macht schon ordentlich, ey. Meine Herren, ey. Was macht der für ein Damage? Kommt in 29 Sekunden. Wir müssen echt gucken, dass wir den einen Drache bekommen. Wir haben nicht einen Drache bekommen, ne? Hallo, wir brauchen den Ahndrache. Seid ihr irgendwie behindert oder so? Jetzt mal ganz ehrlich, hallo, Ahndrache. Ja, nee, ist klar. Ah, der Damage von... oh, Alter, von Kog'Maw ist so übertrieben. Nein, es wird nicht aufgegeben. Ja, GG. Kog'Maw ist halt so ultra gefiedelt. Wenn Katarina nicht mitmacht. Ja. Lol, die Nami. Ja, 1-1-11, ne? 1-11. Und über, guck mal bei mir, ne? Wie ich schon gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich voll der gute Supporter bin. Aber selbst wenn wir die Spiele immer verlieren, ich krieg's immer hin, dass wenigstens der ADC gefeedet ist. 1-8. Obwohl ich sagen muss, der Bart spielt gar nicht so schlecht. Er versucht halt wirklich zu supporten. Ey, die dürfen den beschissenen Ahndrachen nicht bekommen, ne? Team? Alter, keine Chance. Was macht... was... Oh, Alter, 27, Alter, 27 Assists, ey. 5-1-27. Alter, das ist schon... das ist schon krass. Das ist schon echt krank.
Alter! Leco mio! Ich platze komplett, ne? Also, ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Das ist so krass. Ja, GG Botlane. Die hatten Irelia, aber es war ja nur eh, ne? Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.